Ja, hallo lieben, Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und Sportpsychologe und einiges mehr. Und ich reagiere heute mal auf ein Video von Profiler Susanne mit dem schönen Titel Narzissmus wird gestrichen, Fragezeichen. Da ist mir so richtig die Hutschnur rübergegangen. Also es geht in diesem Video um die Änderung im ICD-11, wo ja der Begriff Narzissmus rausfliegt, das ist richtig. Und es wird in diesem Video gesagt, also die Lobby der Psychologen, die ich wirklich gerne mal kennenlernen würde, wenn ihr die irgendwo trefft, die Lobby der Psychologen, sagt mir Bescheid, ich würde da wirklich gern beitreten. Auf jeden Fall, die Lobby der Psychologen hätte dafür gesorgt, dass diese Narzissmus-Diagnose rausfliegt. Ich meine, das ist schon so eine tendenziöse Bemerkung, weil da natürlich wird dieser ICD erneuert, offensichtlich alle paar Jahre. Man macht sich halt darüber Gedanken, was ist wissenschaftlich haltbar und was nicht. So, ne? Und es ist nicht so, dass Persönlichkeitsstörungen rausfliegen, sondern ganz im Gegenteil, man muss die viel genauer belegen, erforschen, also diagnostizieren, sollen auch besser erforscht werden. Und das wird anhand von 5, da habe ich auch ein Video zu gemacht, packe ich hier drunter, anhand von 5 Persönlichkeitsbereichen soll man eben ganz genaue Aussagen treffen, was man denn jetzt meint, was bei dieser Persönlichkeit irgendwie schwierig wäre im sozialen Kontext oder mit sich selber. Und das darf man eben nicht mehr in so einem Begriff abballern, der, und deswegen fliegt er raus, ganz hohen Überschnitt hat mit anderen Diagnosen, der in sich nicht konsistent ist, der ganz verschiedene Sachen zusammenfasst zu einer Diagnose, und da kommt mit Recht die Wissenschaft, der uns sagt, Leute, das ist so nicht haltbar. Es gibt da auch kaum Studien zu, die das Ganze so belegen. Fühle mich da gerade sehr drin im Thema, weil ich gerade Fortbildung gemacht habe mit Leuten, die da ja oft mitgearbeitet haben an diesen ICD bzw. einer ICD-Geschichten. Und es ist einfach, stimmt einfach nicht, ne? So, ne? Es fällt nicht weg, sondern es wird ersetzt. Und weiß nicht, vielleicht hat der ein oder andere Aufklärer Angst um sein Geschäftsmodell, frage ich mich. Also ich frage mich wirklich, ich weiß es natürlich nicht, warum man solche tendenziösen, aufpeitschenden Videos machen muss. Ne? So an dieser Stelle kann ich irgendwie absolut nicht nachvollziehen. Ja, und da wird auch gesagt, Narzissmus würde abgeschafft, weil das ist das neue Normal wäre. Das ist einfach nicht richtig. Es ist einfach nicht richtig. Sondern es wird abgeschafft, weil dieser Begriff, nicht Persönlichkeitsstörung, aus den eben genannten Gründen, die ich gesagt habe. Und ob Narzissmus das neue Normal ist, das wird immer so behauptet von Aufklärern und auf Social Media. Es ist sehr schwer zu belegen, also dass die Menschen früher weniger narzisstisch gewesen sein sollen. Wenn man sieht, was alles passiert ist früher, weiß ich nicht. Und ich habe mich damit auch mal befasst, das ist erstaunlich schwer zu belegen, weil diese Zahlen, das ist ja genau der Punkt, warum das eben so wissenschaftlich so schlecht untermauert ist. Es gibt ganz wenig Zahlen, die schwanken total. Und Borderline ist viel besser untersucht und hat viel höhere Zahlen so. Und deswegen fliegt Borderline noch nicht raus. So, ne? Also ja, regen sich wahrscheinlich wieder welche drüber auf. Also das fand ich auch nicht nachvollziehbar, dass Borderline jetzt drin bleibt und das rauskommt. Also das ist einfach nicht der Fall. Ja, man kann Fragebogenstudien machen, wo so ein bestimmter Narzissmus-Score aber über einen Fragebogen erhoben, nicht über ein diagnostisches Gespräch, der über die Jahrzehnte so ein bisschen zunimmt, aber nicht so in dem Maße. Habe ich auch ein Video gemacht, packe ich auch hier drunter, nicht in so einem Maße, wie das immer gemeint wird. Und es gibt auch andere Studien mit tiefen Interviews, die eben nicht zeigen, dass Narzissmus zunimmt. Das ist einfach, riecht mich immer richtig auf. Man kann ja gern Business machen mit sowas, aber dann darf man auch nicht erzählen, was einfach nicht stimmt. So, ne? Und überhaupt, mich riecht das einfach total auf, diese Szene, die einfach, natürlich kann man sowas nachlesen, aber warum studiert man das? Warum studieren Leute Psychologie? Warum studieren sie Medizin? Weil das so ein simples Thema ist? Oder wie oder was, ne? Und ich riech das auf. Oh, ist ja auch nicht nur sie, das ist einfach diese ganze Social-Media-Blase, die lebt von diesem Narzissmus-Thema ein Stück weit. Ich kann es ja auch verstehen, ich habe ja auch ein paar Videos und ich verstehe auch, natürlich machen narzisstische Tendenzen Schwierigkeiten in Beziehungen, aber es ist eben nicht immer jeder gleich ein Narzisst, und das heißt auch nicht, dass man nicht selber auch solche Tendenzen hat, weil das hat einfach viel zu tun mit dem Ego, und das Ego haben wir alle, wir können alle mal ein Täter kommen, nicht, es gibt nicht nur diese eine Hälfte der Bevölkerung,
die böse ist und die anderen sind nett, ne? Und dann gibt es noch die Probleme, das würde ich auch mal verlinken, allgemein mit der Diagnose, ich zitiere mal aus so einem Artikel vom Deutschlandfunk, der wirklich sehr gut ist, wo gesagt wird, warum diese Sachen auch insgesamt auch eine schwierige Historie haben. Und zwar sagt da der Andreas Heinz, Direktor des Psychiatrie und Psychotherapie am Campus Charité Mitte, wer nimmt sich das Recht zu sagen, das ist eine gewünschte, übliche, von mir aus sogar statistisch durchschnittliche Persönlichkeit, und was bringt uns das? Der Berliner Psychiater Heinz hält solche Expertenurteile für pathologische Schwellenwerte, generell für problematisch, und weist auf die fragwürdigen Wurzeln der Kategorien hin. Das Schwierige an der Persönlichkeitsstörung historisch ist, dass man eine Klassifikation der Beleidigung von sozial missliebigen Gruppen gewesen ist. Also man hat gearbeitet mit willensschwach, haltlos. Man hat die aufständischen jüdisch-deutschen und nicht-jüdisch-deutschen Revolutionäre nach dem Weltkrieg als Psychopathen gelabelt. Ja, und so weiter, könnt ihr gerne mal lesen. Das Etikett zwanghaft narzisstisch oder ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung zu sein, stigmatisiert immer noch. Es suggeriert, dass ein Mensch anders ist und so bleiben wird. Eben auch das ist neu und total gut in diesen Sachen, dass halt gesagt wird, es ist eben keine lebenslange Störung. Neu ist nämlich so, dass man nur 2 Jahre diese Symptome haben muss, was auch heißt, und das sagt eben auch die Forschung, es ist veränderbar, es bleibt nicht immer so. Und das ist einfach der Stand der Dinge. So ist es einfach. Vielleicht haben wir bald in ein paar Jahren einen neuen Stand, aber das ist jetzt gerade der Stand der Dinge so, ne? Und wie gesagt, die Narzissmusdiagnose bisher, die ist einfach auch so in sich so inkohärent. Das ist ja auch, deswegen ist auch jeder ein Narzisst. Also ich finde es viel besser, dass wirklich geguckt wird auf die Verhaltensweisen. Das mache ich hier auf meinem Kanal auch in aller Regelhaft. Und da kann man auch bei sich gucken, kann man bei anderen gucken. Und so kommen wir noch weiter. Und nicht, indem wir das so, weiß ich nicht, nutzen, dass es noch mehr spaltet. Finde ich nicht gut. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.